Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute für euch der CYOA Loop Pack vom Milspec Monkey, wie versprochen. Ja, es war uns eine Ehre, auf der SHOT Show den Milspec Monkey in Person zu treffen. Hey, we're stumbling here at SHOT Show Range Day. And I'm a little late because I stay up late. I work nights. And I guess I'm just stumbling, so I can't wait to see everything. But it's always great to see my buddies here. Und wir haben uns natürlich vorher verabredet per Mail und haben uns dann quasi darauf geeinigt, dass wir diesen Pack hier zum Reviewen mit nach Deutschland zurücknehmen, den CYOA Pack. Steht für Choose Your Own Adventure. Der Milspec Monkey fertigt seine Rucksäcke immer in Zusammenarbeit mit Tactical Tailor. Die sind ja bekannt dafür, dass sie im Nylon-Bereich sehr, sehr fit sind. Das sieht man dann auch immer an den Endprodukten, die beim Milspec Monkey dann erhältlich sind. Vorteil ist, wir haben ein hochwertig gefertigtes Produkt zu einem sehr, sehr guten Preis. Also verglichen mit anderen US-Herstellern ist der Milspec Monkey immer deutlich drunter. Und von den Features her absolut geile Ausstattung. Das zeige ich euch jetzt mal im Detail. Der Rucksack ist gefertigt aus 500er Cordura mit in Wagenfarbe passendem Nylon hier. Wie zu sehen beim Multicam ist natürlich auch das Gurtband dann Multicam. Dazu kommt noch Multicam Velcro an der Außenseite für Klettflächen. Wir haben ungefähr 40 bis 45 Liter Rucksack vom Volumen. Dann haben wir drei Fächer insgesamt. Wir haben ein aufgesetztes Frontfach, ein Concealed Weapon Fach, der Monkey ist ein ganz großer Fan von verdeckten Waffentragen im Rucksack. Deswegen auch die Slingpack-Funktion, da kommen wir aber auch später noch zu. Und dann haben wir noch ein großes Hauptfach, ebenfalls mit Klett ausgekleidet. Auf der Front haben wir vier Reihen Molle, wobei hier die oberen beiden Reihen nochmal zusätzlich mit Klett versehen sind, dass man da auch nochmal Patches nehmen könnte, wenn man wollte. Dazu gibt es hier ein Bungee-Cord-Looping, was hier durchgeführt wird, um eine Jacke zum Beispiel drunter zu verstauen zu können. Dahinter verbirgt sich die Einschubtasche. Die hat ungefähr diese Tiefe, also ich würde sagen 20 cm vielleicht. Im Inneren hat man dann Unterteilungen für nochmal Magazine oder sonst irgendwas. Also es sind zwei relativ große Einschübe. Es ist kein Organizer-Fach, sondern das sind große Einschübe für große Gegenstände. Der Rucksack hat ein Hauptfach in einer Tiefe von ungefähr 15 bis 18 cm. Dann haben wir das aufgesetzte Frontfach mit 10 cm. Die Höhe, die Insgesamthöhe ist 64 cm und die Breite ca. 30 cm. Hier sehen wir jetzt auch gerade schon mal, wenn wir auf der Unterseite sind, da haben wir auch nochmal Molle-Schlaufen für zusätzliche Ausrüstung. Bietet sich perfekt an, um eine Isomatte anzubringen. Fangen wir mit dem ersten Fach an. Lässt sich über die komplette Fläche öffnen. Hier haben wir auf der Innenseite jeweils an der Rückwand und auch an der Flappe vorne einmal komplett Flauschklett, um da organisiert Taschen anbringen zu können. Ich habe jetzt mal hier als Beispiel eine Granate, ein Magazin, ein paar Taschen noch reingeklettet, einfach nur, dass man mal sieht, so könnte das aussehen. Dieses Fach ist relativ flach, also es hat vielleicht 4-5 cm Tiefe, eignet sich dadurch dann perfekt dafür, um eine Waffe verdeckt zu tragen, wenn ich die im behördlichen Einsatz nutze und den Rucksack dann schnell nach vorne bringen kann. Das Hauptfach ist genauso aufgeteilt, das heißt, wir haben auch wieder Klett, Vorderseite und Rückseite, nur dass wir hier natürlich jetzt von der Tiefe her ganze 15 bis 18 cm haben, wo wirklich hier, ich habe jetzt mal als Beispiel einen Schlafsack, einen Stuhl und eine Isomatte mal reingepackt, einfach mal, dass man sieht, da passt wirklich amtlich was rein. Und dann haben wir hier auf der Rückseite nochmal diesen Klett. Hier habe ich jetzt zwei Organizer nochmal reingepackt, einfach zum Schauen, dass ihr das seht. Und das war es eigentlich auch schon im Hauptfach. Ihr werdet jetzt euch fragen, okay, ich hätte aber eigentlich gerne noch ein Trinkblasenfach gehabt. Gibt es jetzt explizit hier so nicht. Es sei denn, man bezeichnet das Fach hier hinten am Rücken als Trinkblasenfach, weil hier ist ein Einschub dafür da. Könnte man nutzen, hat man dann den Schlauch, der dann direkt oben rauskommt. Der hat aber noch eine andere Funktion, das zeige ich euch aber gleich. Denn ich will einmal noch mal hier in das Hauptfach zurückgehen. Weil ihr habt hier natürlich dann auch, wenn ihr ein Funkgerät benutzt oder aber hier ein Trinksystem in irgendeiner Form mit einer Kletttasche befestigt, einen Durchlass, wo ihr dann entsprechend die Antennen oder Trinkschläuche rausführen könntet. Die Rückwand ist leicht gepolstert. Wir haben relativ dünne Träger, die dafür breit sind. Das heißt, die werden auch sehr gut die Last übernehmen. Der Brustgurt, der mag auf den ersten Blick ein wenig befremdlich wirken, weil wir hier zwei weibliche
Fastex-Verschlüsse haben. Das hat aber einen Grund, der Milzbeck Monkey ist ein riesengroßer Freund von Slingpacks. Ja. Der Rucksack ist im normalen Tragemodus hier mit dem Brustgurt ausgestattet. Um den jetzt als Slingback zu nutzen, öffne ich hier den Brustbereich, öffne hier entsprechend natürlich einen Träger. Den werfe ich jetzt erstmal nach hinten, den brauche ich jetzt gerade nicht. Mache mir hier diesen einen Gurt ein bisschen länger und dann kann ich hier den Gurt mit dem Gurt verbinden. Das hier hängt dann auch über, da ist hier auch nochmal ein Klett dafür da, dass man das überschüssige Material zusammenrollen kann. Mache ich jetzt mal nicht. Jetzt hat man den schon mal so als Slingback, könnte dann quasi wirklich, wenn man den Concealed Weapon trägt, den nach vorne bringen, hier den Zipper öffnen, Waffe ziehen, Feuer. Funktioniert natürlich auf beiden Seiten. Brauchen wir jetzt aber nur auf der einen zu zeigen. Und wenn ich jetzt hier noch ein bisschen mehr Komfort haben will zum Tragen, nehme ich hier den überschüssigen Gurt des rechten Rucksackträgers und hänge den hier in diese überschüssige weibliche Schnalle an, die ich euch vorhin schon gezeigt habe. Und damit kann ich dann ein relativ stabiles Dreieck formen, wo der Rucksack sich dann wirklich sehr gut tragen lässt. Und trotzdem kriege ich den dann auch relativ schnell nach vorne. Wäre kein Problem. Natürlich habt ihr auch einen improvisierten Beckengurt. Der ist jetzt nicht dafür da, die Last zu übernehmen, aber ihr habt zumindest mal was, damit der Rucksack nicht hin und her schlackert, wenn ihr rennt. Ich habe das jetzt hier mal verstaut. Das finde ich nämlich ein ganz schönes Feature, dass ihr hier unter dem Rückenpolster einen Einschub habt, weil ich bin kein großer Freund von Beckengurten, wenn sie keine Last übertragen. Und deswegen kann man die dann schön hier an der Seite verstauen. Da ist das Ding auch nicht im Weg und stört. Der Einschub von oben, wie vorhin schon erwähnt, für Trinkblasen. Im Slingback-Modus kann ich hier natürlich dann auch den zweiten Gurt da ohne weiteres unterbringen. Das heißt, der ist dann auch nicht im Weg und stört. Und was richtig geil ist, wenn ihr den Rucksack als Grabbag im Auto habt, um da mal schnell abhauen müssen zu können, dann könnt ihr natürlich alle Gurte da oben reinpacken. Habt einen komplett planen Pack, den ihr nur oben packen müsst. Aus dem Auto ziehen, braucht ihr keine Angst haben, dass ihr irgendwo hängen bleibt. Alle Gurte sind verstaut. Seid ihr draußen aus dem Auto, holt ihr die Gurte raus und ab dafür. Das Motto Choose Your Own Adventure hat natürlich auch noch eine Bedeutung bei dem Rucksack. Jetzt seht ihr ja, ist er relativ groß. Mit 40, 45 Litern braucht man vielleicht im Alltag nicht unbedingt diese Größe. Dafür gibt es vom Milzbeck Monkey hier dieses Paket mit dabei. Da sind einige Kompressionsriemen dabei, 1 Million Schnallen, G-Hooks, normale ITW-Buckles, Repair-Buckles, alles, was ihr euch vorstellen könnt. Zum Komprimieren des Rucksacks habe ich hier von den Gleitern 6 Stück mit dabei. Die nehme ich dann einfach hierher. Da 6 Stück sind, auf jeder Seite 3, mache ich einen ganz oben, einen ganz unten, einen irgendwo in die Mitte. Setze ich hier in die erste Molle-Schlaufe ein, dann raffe ich das Material unten drunter zusammen, setze es in die letzte Molle-Schlaufe ein, flicke das zusammen. Und damit habe ich eine relativ einfache Methode, den Rucksack massiv zu komprimieren, ohne Riesenaufwand. So. An der Seite des Rucksacks befinden sich nochmal 3 Anschlagpunkte für die verschiedenen Möglichkeiten, die Kompressionsriemen, die zusätzlichen, anzubringen. Habe ich, wie gesagt, hinten und habe ich vorne nochmal 3 Stück. Also ihr habt hier diese Anschlagmöglichkeit, dann habt ihr hier die weiblichen ITW-Buckles mit der Repair-Schnalle. Das heißt, da könnt ihr einfach durchgehen. Das ist ja super simpel. Klickt das Ding zusammen, dann könnt ihr es so machen. Oder aber hier mit dem G-Hook, der ist am allereinfachsten, einfach nur den Haken einhängen und dann entsprechend das Gurtband durchziehen. So, selbes Spiel nochmal auf der anderen Seite und damit könnt ihr dann den Rucksack nochmal zusammen komprimieren. Zusammengefasst gefällt uns der Rucksack sehr gut, weil in dieser Kategorie 40 bis 50 Liter Rucksäcke gibt es relativ wenig, vor allem in den Farben Multicam, Coyote, Ranger, Green und Co. Der CYOA Loop Pack vom Milzbeck Monkey ist wirklich eine Empfehlung. Ganz simpel aufgebaut, vom Preis her auch wirklich fair angesetzt, kann man eigentlich nur empfehlen. Unten auf der Seite findet ihr den Link zum Milzbeck Monkey Store. Es gibt aktuell zwar Tactical Kit UK in England, die den vertreiben, Milzbeck Monkey Produkte, aber halt diesen Rucksack im Speziellen nicht haben. Also müsst ihr in den USA bestellen. Das war's. Wie immer an dieser Stelle, liked uns, abonniert den Kanal, denkt daran, die Glocke zu klicken, damit ihr beim nächsten Mal über neue Videos informiert werdet. Und dann sehen wir uns. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.
quasi der dritte Rucksack vom Millsback Monkey. Der macht immer seine Rucksäcke in Kollaboration. Kollaboration. Ich glaube, du schneidest.